Mozartkugeln stammen aus Österreich und sind Pralinen mit Nougat, Marzipan und Pistazien. Wie sie euch zu Hause gelingen, das zeige ich euch jetzt. In den Mozartkugeln versteckt sich eine Nougatfüllung. Die habe ich schon in 1,5 cm große Würfel geschnitten und die rolle ich jetzt mit der Hand zu Kugeln. Am besten lassen sich Kugeln daraus formen, wenn das Nougat direkt aus dem Kühlschrank kommt. Die Nougatmasse kommt jetzt kurz in den Kühlschrank. Jetzt geht's weiter mit dem Pistazienmarzipan. Dafür nehme ich Marzipan, brösel die hier so ein bisschen in die Schüssel und gebe darauf sehr fein gehackte Pistazien, Puderzucker und Rosenwasser und verknete das jetzt mit den Händen zu einer Masse. Kleiner Tipp, statt Rosenwasser könnt ihr auch Kirschwasser nehmen. Aus dem Teig forme ich jetzt eine 3 cm dicke Rolle. Daraus schneide ich jetzt genau so viele Stücke, wie wir eben Nougatkugeln geformt haben. Und das waren ungefähr knapp 30. Ich habe die Nougatkugeln aus dem Kühlschrank geholt. Jetzt schnappe ich mir eine Marzipanmasse. Marzipanmasse in der Hand platt drücken. Nougatkugel rein und mit der Marzipanmasse umhüllen, sodass von der Nougatkugel nichts mehr zu sehen ist. Die Kugeln am besten in der Mitte der Handfläche rollen, dann werden sie richtig schön rund. Während ihr die Mozartkugeln rollt, einfach schon mal die Schokolade im Wasserbad schmelzen. Die brauchen wir nämlich gleich für den Überzug. So, zum Abschluss unserer Mozart-Symphonie wandern die Kugeln jetzt noch eine Runde ins Schokobad. Ich habe dafür so eine schlaue Pralinengabel, könnt ihr aber auch einfach mit einem Zahnstocher machen oder mit einer Gabel. Einmal schön wälzen und komme jetzt hier auf Backpapier. Und nochmal, zack, einmal wälzen. Abtropfen lassen und auf Backpapier. Zum krönenden Abschluss noch mit etwas Pistazie verzieren und danach die Schokolade gut trocknen lassen. Mozartkugeln sind ein tolles Geschenk für die Liebsten. Einfach in eine kleine Schachtel packen und verschenken. Euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen.